Der hydraulische Abgleich ist die gleichmäßige oder fördert die gleichmäßige Wasserverteilung in einer Heizungsanlage und sorgt für eine gleichmäßig niedrige Heizkreisrücklauftemperatur zur Wirkungsgradsteigerung der Heizkessel. Da Heizungswasser den Weg des geringsten Widerstandes nimmt, ist bei weit verzweigten Heizungsanlagen sehr häufig eine Unterversorgung von weit entfernten Heizflächen der Fall. Der hydraulische Abgleich ist nichts anderes als die Anpassung der Durchflusswassermenge durch das Heizkörperventil an die Heizleistung des einzelnen Heizkörpers. Wir schalten durch den hydraulischen Abgleich die Widerstände des Rohrnetzes gleich und passen die Durchflusswassermenge am Thermostatventil an die Heizkörpergröße an. Deswegen müssen wir bei allen Heizflächen, die sehr nahe an der Pumpe sind oder einen sehr geringen Wasserbedarf haben, das heißt sehr kleine Heizflächen, einregulieren. Diese bekommen am Heizkörperthermostatventil einen größeren Widerstand im Vergleich zu Heizkörpern, die sehr weit weg sind oder sehr groß sind, also viel Wasser zur Erbringung der Wärmeleistung brauchen. Zum hydraulischen Abgleich ist es notwendig, verschiedene Parameter der Heizungsanlage zu kennen. Zum einen den Wärmebedarf eines Raumes oder die Heizleistung der Einzelheizkörper. Die notwendige Einstellkulisse befindet sich im Heizkörperventiloberteil. Hier kann mit Hilfe eines Spezialschlüssels der Volumenstrom geregelt werden und an die Heizkörpergröße angepasst werden. Hier ein Bild eines Heizkörpers ohne hydraulischen Abgleich. Innerhalb des Heizkörpers ist so gut wie kein Temperaturunterschied erkennbar. Die Rücklauftemperatur zum Wärmeerzeuger ist sehr hoch, die Effizienz der Heizungsanlage leidet. Werkseitig sind die Heizkörperventile auf die Einstellung N oder die größte Zahl eingestellt. Der Öffnungsgrad im Ventil ist ganz offen. Durch die Anpassung der Einstellung auf eine kleinere Zahl wird der Wasserstrom durch das Ventil reduziert. Hier sehen wir einen Heizkörper, dessen hydraulischer Abgleich in Ordnung ist. Wir haben am Heizkörpereingang ca. 35 Grad und am Heizkörperausgang ca. 25 Grad. Bevor man den hydraulischen Abgleich beginnt, sollte die elektronisch geregelte Heizungspumpe auf den notwendigen Leistungsbedarf abgesenkt werden. Dann wird der hydraulische Abgleich durchgeführt und die Pumpeneinstellungen passen zur Anlage. Durch die Reduzierung der Pumpenleistung in Verbindung mit dem hydraulischen Abgleich werden große Mengen Antriebsenergie eingespart. Bei Reduktion der Umlaufwassermenge um ca. 50% geht der Stromverbrauch der Heizungspumpe auf ca. 15% des vorherigen Wertes zurück. Hier die Darstellung einer Heizungsanlage mit dem Wärmeerzeuger, den Verteilleitungen und unseren Wärmeabnehmern, unseren Heizkörpern. Sie sehen hier deutlich die verschiedenen langen Anschlussleitungen zu den einzelnen Heizkörpern. Und diese versuchen wir mit über unsere voreinstellbaren Thermostatventile so einzuregulieren, dass die Wärmeabnehmer, unsere Heizkörper, alle gleichmäßig gefüllt werden. Jetzt setzen wir unseren Wärmeerzeuger in Betrieb, hier dargestellt durch die farbige Flüssigkeit. Hier sehen wir, dass einige bevorzugte Heizkreise sehr schnell mit Flüssigkeit versorgt werden, einige bleiben stehen. Durch richtiges Einregulieren der Heizkreise wird erreicht, dass alle Wärmeabnehmer mit Flüssigkeit versorgt werden. So.
Diese Einregulierung erfolgt nach der Heizkörperleistung. Aus dieser sich die Wassermenge errechnet, welcher dem Heizkörper für eine hundertprozentige Leistungsabgabe zur Verfügung gestellt werden muss. Im Neubaubereich und bei geförderten, aufwendigen Sanierungsprojekten muss der hydraulische Abgleich berechnet werden. Dazu muss eine Wärmebedarfsberechnung und eine Rohrnetzberechnung vorliegen, anhand dessen der hydraulische Abgleich dann vorausberechnet und vom Heizungsfachmann durchgeführt wird. Bei kleineren Sanierungen, Pumpenaustauschaktionen oder Ventilaustauschaktionen reicht das Verfahren A, welches ohne Wärmebedarfsberechnung, ohne Rohrnetzberechnung, nur durch Feststellung der Einzelheizkörperleistung ausreichende Ergebnisse bringt.